Hi, ich bin's, deine Crazy Silvi, und ich möchte dir zeigen, wie du dieses gigantische Dreieckstuch hier strickst, was mit Zöpfen gearbeitet ist und aus der Mitte raus. Und so sieht's im Ganzen aus. Da siehst du das Tuch. Das hat eine gigantische Spannweite von da oben, 2 Meter. Und in der Höhe hat es ungefähr 90 cm und da siehst du auch schön den Verlauf der Zöpfe. Und wie das geht, das zeige ich dir jetzt. Für dein Tuch brauchst du natürlich als erstes Wolle. Ich habe hier heute ein Woolly Hugs Bobble in Baumwolle. Und zwar ist der von weiß zu grün verlaufend, und ihr wisst ja, grün ist meine Lieblingsfarbe. Das sind 200 Gramm und 800 Meter Lauflänge. 800 Meter empfiehlt sich schon für ein Tuch, also das soll kleinstenfalls 700 Meter sein. 600 Meter wird es ein bisschen kleiner. So, dann brauchst du natürlich zum Stricken Stricknadeln. Ich habe hier meine Pony Slick. Da ist das schicke Set. Das sieht nämlich ganz gut aus. Da kann man die Nadeln so schön reinstellen. Die haben den Vorteil, erstens sind es Metall, die flutschen gut. Und die haben diesen schicken Übergang hier hinten, der wirklich total schön ist. Und vor allen Dingen haben die sehr lange Spitzen. Das kommt mir bei diesem Tuch zugute. Deswegen habe ich mich heute für die Nadeln entschieden. Dann brauchst du 4 Maschenmarkierer. Und du siehst, ich habe hier meine Perlenmaschenmarkierer, aber ich habe einen, der ein bisschen anders aussieht. Ist auch Absicht, denn der markiert mir nachher meinen runden Anfang, denn wir stricken das Tuch am Anfang in Runden. Und du brauchst eine Waage. Ich habe eine Feinwaage, aber du kannst halt auch jede Küchenwaage nehmen, die auf 1 Gramm oder 0,1 Gramm genau ist. Das wäre toll. Und wenn du das alles zusammen hast, dann kann es auch direkt losgehen. Und zwar mache ich zuerst meine Waage an und wiege als erstes meinen Bobble. Denn so Wolle verändert ein bisschen ihr Gewicht, je nachdem, ob sie jetzt viel Feuchtigkeit hat oder nicht. Und das ist wichtig. Wie ihr seht, 200 Gramm hat der normalerweise und der hat jetzt hier 201,9, also fast 202 Gramm. Das ist an der Stelle gar nicht so unessentiell. So, da hat die Waage jetzt erstmal eine Weile Pause. Meine Maschenmarkierer brauche ich gleich und ich fange hier an, das Knäuel aus der Mitte zu stricken. Wenn du das machst, empfehle ich dir Folgendes. Nimm dir eine Tüte oder ein Bobbelbettchen, wenn du eins hast, und leg das da rein. Denn je dünner das Tuch wird, desto mehr fällt der Bobbel in sich zusammen. Das ist insofern gar nicht schlecht, aber am Ende, wenn du den jetzt hier hin und her transportierst und den nicht irgendwo reingelegt hast, dann hast du das Problem, dass du am Ende Fadensalat hast, und das wollen wir nicht. So, für mein Tuch, das stricken wir zunächst aus der Mitte heraus, schlage ich 8 Maschen an, und zwar im Judy's Magic Cast On oder 8er Anschlag. Dafür hast du gesehen, lege ich mir eine Schlaufe über den Daumen, als würde ich einen Kreuzanschlag machen wollen, und dann nehme ich diese Schlaufe einfach nur auf meine Nadel. So, mein Arbeitsfaden liegt oben auf dem Zeigefinger, mein Anfangsfaden liegt hier unten in der Hand, und jetzt gehe ich mit dem Anfangsfaden von unten und hinten über die Nadel und hier dazwischen. So, jetzt habe ich auch oben eine Schlaufe, denn die erste Schlaufe lag unten. Jetzt gehe ich mit meinem Arbeitsfaden von unten und vorne nach hinten über die untere Nadel und lege den hier rein. Jetzt habe ich wieder unten eine. Jetzt gehe ich wieder mit dem Anfangsfaden von unten hinten nach vorne über die obere Nadel und mit dem Arbeitsfaden wieder von vorne nach hinten über die untere. Und so weiter immer hin und her, bis ich oben und unten 4 Maschen habe. Habe ich jetzt sehr gut, dann kann ich die Arbeit insgesamt nach rechts kippen und ziehe mir hier mein Seil raus, denn wir stricken den Anfang mit einer Wunderschlinge. Dafür ziehe ich mir das Seil hier auf der einen Seite raus, da, und auf der anderen Seite hängt das auch in einer Schlinge, und die nennt man Wunderschlinge. Jetzt stricke ich als erstes hier eine Runde
glatt rechts rundherum. Das geht relativ schnell hier mit den obersten vier Maschen. So. So, wenn ich die gestrickt habe, kippe ich meine Nadel wieder nach rechts und dann ziehe ich hier oben diese Nadel in Arbeitsposition, kann die untere dann rausziehen und schiebe mir hier oben die Maschen auf die obere Nadel. So, und jetzt siehst du, bei diesem Anschlag liegen die oberen Maschen verschränkt auf der Nadel. Da, denn das rechte Beinchen liegt hinten, deswegen steche ich auch in das rechte Beinchen ein. So, und stricke hier meine vier Maschen. Und Georgie findet das gerade so ermüdend, dass er mich voll schnarcht. So, die vier habe ich auch geschafft. Das ist sehr gut. Und jetzt wieder kippen, oben in Arbeitsposition ziehen und unten rausziehen. Das Spielchen machen wir immer wieder, so lange, bis wir so viel Maschen auf der Nadel haben, dass wir die natürlich entspannt in der Runde stricken können. Ihr könnt auch am Anfang ein kurzes Seil nehmen. Ich habe jetzt hier ein 80 cm Seil drin. So, jetzt stricke ich die erste Masche. So. Und jetzt hole ich mir hier aus der Masche meinen Querfaden hoch. Ja, also das heißt, hier zwischen den Maschen gibt es so einen kleinen Quersteg. Da ist der. So. Den hole ich mir hoch auf die Nadel. Und du siehst, der liegt auch wieder verschränkt. Den stricke ich verschränkt ab. So. Und jetzt hänge ich mir hier meinen ersten Maschenmarkierer ein. Das ist meine erste Zunahme und die mache ich auch zum runden Anfang. Jetzt stricke ich zwei Maschen. Eins, zwei und hole hier wieder den Querfaden rauf. Und wenn ich den so rauf hole, halte den mit der linken Hand fest. Wenn ich den so rauf hole, dann kann ich den auch gleich auf der Nadel lassen und direkt so abstricken. Da habe ich den auch und hänge mir den nächsten Maschenmarkierer auf die Nadel. So. Und abstricken die letzte Masche. So. Jetzt haben wir hier unten schon zwei Maschen zugenommen. Ja, die schnarche ruhig weiter. Am Anfang ist das immer noch ein bisschen fummelig mit der Schieberei, aber ich verspreche dir, das gibt sich später. Hier stricke ich auch wieder eine Masche rechts und danach ebenfalls wieder hier eine Zunahme aus dem Querfaden. So, Maschenmarkierer einhängen und jetzt zwei Maschen rechts und wieder die Zunahme aus dem Querfaden. So. Und da hängt jetzt mein letzter Maschenmarkierer. Und das sieht jetzt hier relativ lustig aus mit den vielen Maschenmarkierern, aber das ist gleich viel, viel besser. Denn, so, ich stricke jetzt auf jeden Fall erstmal auf die Art eine Runde rum, glatt rechts. Und wenn ich die Runde rechts rundherum habe, dann mache ich die nächsten Zunahmen. Und dann nehmen wir immer kontinuierlich an den Maschenmarkierern zu. So. Und wie wir das machen, das zeige ich dir gleich. Ich ziehe hier auf jeden Fall den Faden vorne immer gut fest. Und dann ist das ein gefachtes Garn. Das heißt, das besteht hier aus mehreren Fäden. Du musst also gucken, dass du die Fäden nicht spleißt und nicht dazwischen stichst, sondern dass du die immer schön greifst. So, das mache ich hier auch. So, dann bin ich an meinem Marker angekommen. Den hebe ich über. Und dann die nächsten Maschen einfach abstricken.
Ich habe einmal die Runde rumgestrickt. So sieht das jetzt aus. Ist immer noch ziemlich knackig bzw. eng. Aber das wird gleich viel breiter, denn wir arbeiten jetzt in jeder zweiten Runde Zunahmen. Und zwar mache ich das hier, indem ich eine Masche rechts stricke. Und dann nehme ich hier wieder aus dem Querfaden zu. Denn die Masche, hinter der der Marker hängt, ist unsere Masche, an der wir zunehmen. Das ist die Masche, die wir vorhin zugenommen haben. Und die machen wir jetzt hier kontinuierlich zu unserer Zunahmemasche. Das heißt, ich nehme hier wieder den Querfaden auf, stricke den verschränkt ab, stricke die Masche. Und damit der Marker dort an der gleichen Stelle bleibt, wo er vorher auch war, hebe ich jetzt den Marker rüber und stricke hier wieder nach dem Marker meine Zunahme aus dem Querfaden verschränkt. Und das mache ich jetzt die Reihe rundherum mit allen Maschen. Das ist, wie gesagt, am Anfang noch ein bisschen fummelig, aber wird gleich besser. So, hier hatten wir zwei Maschen dazwischen. Da kommt meine Masche, hinter der der Markierer hängt. Das heißt, hier eine Masche aufnehmen, die Masche stricken, den Marker überheben und dann wieder eine Masche aus dem Querfaden rausstricken. Das mache ich auch mit der anderen Hälfte hier. Das heißt, ich schiebe natürlich wieder über und ziehe mir meine Nadeln zurecht. Wenn du möchtest, kannst du das auch mit dem Nadelspiel machen. Aber ich würde es gleich auf der Rundstricknadel machen. Das ist schon durchaus vorteilhafter. So, also wie gesagt, ich arbeite meine Zunahmen hier auch auf der anderen Seite. Dann stricke ich wieder eine Runde glatt rechts rüber. Dann stricke ich auf die gleiche Art und Weise wieder Zunahmen. Nämlich, indem ich bis zur Masche vor dem Marker stricke, da eine rausstricke, dann die Masche vor dem Marker stricken, Marker überheben und nach dem Marker eine zunehmen und dann eine Masche rechts. Damit nimmst du in der Runde insgesamt 8 Maschen zu, denn wir haben hier 4 Maschenmarkierer drin hängen, das heißt, wir haben 4 Zunahmestellen. So, das Ganze wiederholst du, bis du hier zwischen den Markern insgesamt 9 Maschen hast. Das heißt, du hast ja hier schon immer einen Marker, also eine Masche von dem Marker, ne? Und dann kommen noch deine zugenommenen Maschen dazu. Wir haben jetzt hier aktuell 5 Maschen dazwischen, natürlich, weil wir schon zugenommen haben und weil die Anfangsmaschen, die 2 dazwischen waren, die eine Masche, die quasi die Mittelmasche ist, und 2 Maschen haben wir zugenommen, das sind 5. Wenn wir hier 8 haben, also nach 2 weiteren Zunahmen, treffen wir uns wieder und da zeige ich dir dann, wie unser Muster funktioniert. So, ich habe jetzt gestrickt, bis ich 9 Maschen zwischen den Markierern habe. Das ist hier, du siehst hier einen Markierer, das ist der zweite Markierer und ich habe hier 2, 4, 6, 8 und 9 Maschen dazwischen. Und der Orangene, wir erinnern uns, markiert uns ja den Rundenanfang, denn wir müssen jetzt unsere Maschen ein bisschen verschieben. Das mache ich zuerst. Ich stricke hier bis eine Masche vor dem Markierer. So. Da bin ich. Und jetzt ziehe ich hier die Nadel durch, sodass mir diese Maschen mit nach hinten gleiten. Jetzt ist hier unsere erste Zunahme, denn die machen wir ja auch immer rechts und links zwischen dem Markierer. Das heißt, ich hebe die hoch und stricke die Zunahme wie gewohnt immer weiter. Wir müssen nur einmal Maschen verschieben. Marker überheben. Und jetzt beginnt hier unser Zopf. Dafür arbeite ich die Zunahme als linke Zunahme. Dafür greife ich von vorne bis hinten unter den Faden, lege den hier drauf, schiebe mir das mit dem Finger so ein bisschen vor, fahre hier drunter mit der Nadelspitze und stricke die Masche links ab, wenn sie möchte und nicht, wenn sie mich ärgert. So, also ein bisschen vorschieben, links abstricken, so. Erste linke Masche, noch eine linke Masche.
Und jetzt möchte ich meinen Zopf arbeiten. Dafür kannst du dir eine Zopfnadel zum Beispiel nehmen oder eine Hilfsnadel. Oder wenn du, wie ich, ein bisschen geübter bist, dann schnappst du dir hier hinten die drei Maschen auf die Nadel. Das geht natürlich besonders gut, wenn man sehr spitze und sehr scharfe Nadeln hat. Und die drei hier vorne liegen noch auf. Dann halte ich hier fest, ziehe die Maschen kurz von der Nadel, ziehe meine Nadel raus. Die ersten liegen jetzt hier lose, die zweiten liegen da drauf. Und jetzt kann ich hier von hinten wieder mit meiner Nadel in die Maschen einstechen und habe die hier drüben. Und jetzt lege ich die Maschen einfach hier vorne drauf. So. Und dann kann ich die abstricken. Es sind 6 Stück. Dann würde ich auch an dieser Stelle immer mitzählen. Denn die, wie du hier hinten siehst, gehen mal sehr gerne sehr eng aufeinander. Und gerade mit dem gefachten Garn muss man ein bisschen gucken, dass sich da nicht eine wegschubbelt. So, ich habe jetzt hier 6 gestrickt. Das ist mein Zopf. Und jetzt stricke ich eine linke. Hier ist mein Maschenmarkierer. Das heißt, ich nehme jetzt hier wieder eine Masche zu. Das mache ich genau wie vorhin. Ich lege mir das auch wieder so, dass der Faden diesmal vorne liegt. Halte mir die Masche fest und stricke sie links ab. So, meine Masche rechts. Jetzt meinen Markierer heben. Hier wieder eine linke Zunahme arbeiten. Die linken Zunahmen arbeiten wir übrigens nur in dieser Reihe, nicht weiter. So, links, noch eine Masche links. Und jetzt siehst du, habe ich hier nur drei Nadeln auf. Und jetzt siehst du, ich habe hier nur drei Maschen auf der Nadel. Das ist natürlich klar, weil der Rest liegt da hinten. Das heißt, ich ziehe mir die Nadel erstmal durch. Gehe jetzt hier hin. Das ist meine Zunahmemasche. Die liegt neben dem Marker und dazwischen, zwischen der Zunahmemasche und der Masche danach, ziehe ich hier wieder mein Seil raus, lege die Nadel in Arbeitsposition und kann jetzt die nächsten drei Maschen zopfen. Wenn du eine Zopfnadel dafür benutzen willst oder eine Hilfsnadel, kannst du natürlich auch eine ganz normale Sockenstricknadel beispielsweise nehmen. Die kann man hier einstechen. Dann wollten wir nach rechts zopfen, das heißt, wir legen die Hilfsnadel nach hinten. Stricken die nächsten drei Maschen ab. 2, 3. Jetzt musst du die gut festhalten, denn jetzt stricken wir die Maschen von der Hilfsnadel, die 3, auch ab. Das heißt hier 1, 2, 3. Und die Masche ist jetzt schon eine linke. Die beiden Maschen rechts und links vom Zopf sind wieder linke Maschen. So, Hilfsnadel kann beiseite. Und ich kann meine Nadel wieder durchziehen. Und jetzt brauche ich auch nicht mehr umstapeln, denn das habe ich alles schon gemacht. Jetzt bleibt das wie bisher. Und wie ich das gerade gezeigt habe, so arbeiten wir unsere Zöpfe und unsere Zunahmen hier hinten auch. Das heißt, ich habe jetzt hier eine Masche, die nehme ich zu, und zwar links. So. Dann stricke ich meine Zunahmemasche, hebe meinen Marker über, stricke wieder eine Zunahme in links, eine linke Masche, und hier ist mein Zopf. Und für meinen Zopf
Ich arbeite den gerne ohne Hilfsnadel, weil du siehst, das ist schon ein bisschen schnöselig. Du musst halt einfach nur gut festhalten und du brauchst gute spitze Nadeln. Für meinen Zopf gehe ich jetzt hier von rechts nach links in die hinteren drei Maschen rein. Halt dann hier gut fest. Pass auf, dass ich hier hinten keine weiteren verliere. Lass die vorderen drei kurz aus und nehme sie dann wieder mit der Nadel auf. So. So. Und dann lege ich meine drei vorderen wieder drauf und kann dann weiter stricken. Wenn ich den Zopf beendet habe, alle Zöpfe, stricke ich ganz normal meine Runde, meine Zwischenrunde rundherum. Dabei stricke ich alle Zopfmaschen rechts und alle Maschen, die wir jetzt links gemacht haben, stricke ich links. Und dann geht's weiter und dann zeige ich dir nochmal, hier ist die nächste linke Zunahme, wie das insgesamt so weitergeht und wie sich das Bild dann von unserem Tuch vervollständigt. Aber dazu stricke ich erstmal hier noch meine Zunahmen und meinen Zopf. Hier hinten brauche ich übrigens keine Zunahme mehr stricken, denn die habe ich schon gemacht. Und die habe ich ja am runden Anfang schon gemacht, die kann ich jetzt ganz normal links abstricken. So, meine Zunahmemasche, dann meinen Marker überhängen und meine linke Zunahme, mein Zopf. Und dann ende ich hier mit zwei Maschen links. Wie gesagt, ich stricke jetzt meine Runde hier drüber. Und dann zeige ich dir, wie es in der folgenden Runde weitergeht und wie das gute Stück dann aussieht. Ich habe mein Zöpfchen beendet und habe eine Runde drüber gestrickt. Und hier siehst du mal, wie das jetzt aussieht. Die drehen sich alle quasi so ein bisschen im Kreis. Und genau das will ich haben. Und so sieht das auch gut aus. Und du siehst, langsam wird unser Tuch auch immer größer, auch wenn es jetzt noch nicht an eine Form eines Tuchs erinnert. So, jetzt fehlen mir hier hinten ein paar Maschen. Die muss ich natürlich auch wieder drauf nehmen. Also schon aufpassen, dass einem nicht zwischendurch das Seil durchflutscht. Jetzt habe ich hier vorne eine linke Masche. Na klar, das war die zweite linke Masche neben dem Zopf. Die stricke ich natürlich auch links. Dann ist hier wieder mein Markierer. Dann mache ich wieder meine Zunahme. Und die Zunahme mache ich jetzt weiter rechts. So. Und weil es einfach immer schöner ist, zwischen zwei rechten Maschen den Übergang zu haben bei der Wunderschlinge, ziehe ich jetzt hier meine Nadel durch und ziehe die damit auf die andere Seite. So, dann arbeite ich meine Zunahmemasche. Hier wieder eine rechte Zunahme daneben hinter dem Marker. Dann meine beiden Maschen links. Und dann meine sechs Zopfmaschen. 5 und 6 und dann wieder meine beiden linken Maschen. Hier ist wieder meine Masche, neben der ich zunehme. Das mache ich natürlich auch. Also das heißt Querfaden rauf, rechte Masche und hinter dem Marker die nächste Masche zunehmen. Übrigens kann man hier sehr, sehr genau sein. Um genau zu sein, machen wir hier zwei linksgerichtete Zunahmen. Man kann die Zunahmen auch genau ausrichten. Die sind nämlich rechts und links gerichtet. Das siehst du in meinem Kanal auch. Das können wir bei dem Tuch hier ein bisschen vernachlässigen. Das verspielt sich ein bisschen durch das gefachte Garn. Hier sind meine zwei linken Maschen. Wer es ganz genau machen will, der findet in meinem Kanal auch ein Video. Das verlinke ich dir hiermit. Da kannst du auch die Zunahme aus dem Querfaden in die andere Richtung neigen. Aber das wäre jetzt hier an der Stelle wirklich auf Kanonen mit Spatzen geschossen. So.
auf Spatzen mit Kanonen geschossen natürlich. Mensch, man kann auch mit Spatzen auf Kanonen schießen. Ich glaube nur, das ist nicht notwendig. So, eine linke Masche. Und jetzt schichte ich auch das hier wieder um. Und zwar machen wir das auf der Seite so. Ich ziehe hier zunächst die eine linke Masche, ne, auf meinem Seil auf die Nadel. So. Und dann wissen wir ja, dass danach eine Zunahme kommt. Und dadurch, dass hier der Übergang ist, ist hier sowieso der Querfaden schon schön auseinandergezogen. Den schnappe ich mir direkt und nehme auch direkt hier zu. Dann kann ich durchziehen. So. So, das ist jetzt durch das Durchziehen noch mal ein bisschen eng. Dann kann ich hier meine Masche gleich stricken, denn die Zunahme haben wir ja schon gearbeitet. Und jetzt geht es weiter wie zuvor. So, dann stricke ich natürlich meine Reihe dazwischen drüber und dort stricke ich alle Maschen so, wie sie erscheinen. Das heißt, ich stricke rechte Maschen rechts und ich stricke linke Maschen links. Dann arbeite ich nochmal eine Zunahmereihe, eine Zwischenreihe. So. Und nach der nächsten Zunahmereihe treffen wir uns wieder, denn da wird nochmal gezopft. Und den zweiten Zopf möchte ich dir gerne nochmal zeigen, wie ich das mache und wie das geht. Und dann verrate ich dir, wie es weitergeht bis zum zweiten Teil des Tuches. Ich habe meine Zwischenrunde, meine nächste Zunahmerunde und eine weitere Zwischenrunde gestrickt. Und jetzt siehst du, hier unten ist unser Zöpfchen und wir haben da insgesamt 5 Runden über den Zopf gestrickt. Und jetzt ist der schon so entspannt, dass wir das nächste Mal zopfen können. Und das, was wir jetzt machen, betrifft auch alle weiteren folgenden Reihen. Das heißt, ich stricke natürlich bis eine Masche vor dem Marker, arbeite dort meine Zunahme, stricke die markierte Masche, hebe den Marker über, arbeite die nächste Zunahme, und dann stricke ich bis zu den linken Maschen vor meinem Zopf natürlich rechte Maschen. Dann stricke ich meine beiden linken Maschen vor meinem Zopf. Da sind sie fertig. Und jetzt arbeite ich meinen Zopf. Und ich arbeite den gerne ohne Zopfnadel. Du kannst ihn natürlich mit Zopfnadel arbeiten. Das heißt, ich steche hier ein, halt gut fest. Lass die da hinten kurz aus und fange sie wieder auf. So, das geht eigentlich ziemlich geschmeidig, wenn man sich nicht durch die Kamera zuguckt. Es geht wirklich gut. Ja, also da könnt ihr mir an dieser Stelle vertrauen. So, jetzt siehst du hier das Zöpfchen zum zweiten Mal, wie sich's dreht. Und jetzt stricke ich meine Zopfmaschen wieder ab. Das mache ich natürlich mit allen Zöpfen und mit allen 4 Sequenzen, die wir ja hier eingekastelt haben. Nach dem Zopf stricke ich meine Zwischenreihe nach dem Zopf. Danach stricke ich insgesamt 2 Zunahmereihen mit ihren dazugehörigen Zwischenreihen. Und danach wird wieder gezopft. Das heißt, ich zopfe in jeder 6. Runde. Und ich nehme in jeder 2. Runde zu. Das passiert ein bisschen gleichzeitig. In jeder 2. Runde zunehmen und in jeder 6. Runde zopfen. By the way, eine Zunahmerunde ist auch immer eine Runde, in der ich zopfe. Das Ganze wiederholst du jetzt, bis du maximal 30% deines Garns verbraucht hast. 30%, also von unserem 200 Gramm Bobbel, heißt maximal 60 Gramm, ja, also maximal 60 Gramm können wir verbrauchen, bevor wir mit dem nächsten Teil beginnen, beziehungsweise bevor es weitergeht. So lange strickst du, und zwar bis du vor der nächsten Zopfreihe bist, ja, also wenn du wieder zopfen musst, dann ist Zeit aufzuhören, dann darfst du maximal 60 Gramm verbraucht haben von so einem Wally Hooks
Bobbel, der 200 Gramm hat. Von einem anderen musst du es selber ausrechnen. Wie gesagt, maximal 30%. So, jetzt habe ich Trottel natürlich hier vergessen zu zupfen. Das hole ich noch nach. So. So, meine Linken, da kommt mein Zopf. Das heißt wirklich, in jeder sechsten Runde zupfen und in jeder zweiten Runde zunehmen. Die zweimal schon rechts und links vom Zopf werden jeweils links gestrickt und alle anderen Maschen stricken wir rechts. Und ich gebe dir noch den Tipp, wiege vorher und wiege zwischendurch immer ab, denn die Reihen werden am Ende immer länger und wiegen halt auch immer mehr. Also du kommst gut und gerne dahin, dass du so 3 bis 4 Gramm dann auf 2 Runden verbrauchst. Und das ist schon nicht wenig. Das heißt, ein Zopf mit seinen 6 Runden hat dann schon 12 Gramm. Und da musst du auf jeden Fall aufpassen. Also zwischendurch wiegen, bis dahin stricken, bevor du wieder zopfen musst. Und maximal 30% deines Garns verwenden. Wenn du das geschafft hast, dann treffen wir uns wieder. So, da gucken wir uns mal in der Theorie an, was wir hier gemacht haben und was wir machen. Wir fangen also in der Mitte an, da haben wir angeschlagen, dann haben wir 4 Zunahmepunkte, da, die gehen in 4 Richtungen und da hängen unsere Maschenmarkierer und da nehmen wir immer zu und hier dazwischen laufen unsere Zöpfe lang. So, so sieht das aus, was wir hier stricken. Mit den Zöpfen insgesamt. Und das strickst du so weiter, bis du insgesamt 30% deines Garns verbraucht hast. Hier immer zunehmen und immer fleißig im Kreis herum. Mit den Zöpfen, die hier lang laufen. Und deinen 4 Zunahmestellen. So sieht dein Ding aus, bis du 30% erreicht hast. So, mein Strickstück ist hier schon eine ganze Ende gewachsen, wie du siehst. Das ist so im Sackstadium, das hängt wie so ein kleines Säckchen hier runter. Und mein Bobbel hat halt auch eine ganze Menge abgenommen, das sieht man auch. Der ist ganz gut hohl in und den kann ich jetzt mal wiegen. Das mache ich nämlich auch und zeige dir das einmal. Und du siehst, dadurch, dass der so hohl ist, merkst du auch, dass da... Ach so, ich sollte erstmal warten, bis die Waage eingepegelt hat. So, und dadurch, dass der so hohl ist, solltest du den auch unbedingt in so einer Plastikfolie halten, damit er dir nicht auseinanderfliegt. Dann mittel ich das jetzt gut aus. Und du siehst, ich habe 132 Gramm noch übrig. Das ist ein bisschen mehr, beziehungsweise ein bisschen weniger als 30%. Und das ist auch gut so, denn mittlerweile hat eine meiner Reihen insgesamt tatsächlich 4 Gramm. Und jetzt kann ich weitermachen. Ich bin hier bei meinem runden Anfangsmarker und ich stricke zunächst meine Zunahme. So. Dann stricke ich die Masche, heb den Marker über, stricke die nächste Zunahme. So. Und jetzt halte ich das mal hier fest und jetzt müssen wir mal zählen. Ich möchte jetzt hier nämlich Rippen dran setzen, damit wir, wenn wir das Ganze, wenn wir aus dem Viereck gleich ein Dreieck machen, auch einen schönen Abschluss haben. Das heißt, hier habe ich eine linke Rippe und ich habe 2 Maschen rechts, 2 Maschen links, 2 rechts, 2 links, 2 rechts, 2 links. 2 rechts, 2 links, 1 rechts. So, die nächste Masche muss jetzt hier also eine linke Masche werden. Ich will, dass das eine linke Masche ist und ich will, dass hier drüben natürlich eine rechte Masche ist. Und ich möchte aber, dass das so aussieht, als würden die linken Maschen unter den rechten hervorkommen. Das heißt, ich fange jetzt hier an mit einer Kreuzung nach rechts. Die Kreuzungen kennst du schon aus ein paar anderen Videos von mir. Die habe ich nämlich da auch schon gemacht, damit es schön elastisch bleibt. Stricke ich jetzt diese 2 Maschen erstmal rechts zusammen. Dann ziehe ich die hier so ein bisschen auseinander und dann stricke ich die erste nochmal rechts. Das heißt, die rückt hier rüber und die andere kommt da drunter durch.
Danach mache ich genau das Gegenteil. Ich stricke die zweite, ich steche quasi von hinten in die zweite Masche ein. Hier. Stricke die rechts ab. Und stricke jetzt beide Maschen rechts verschränkt zusammen. So. Na, da habe ich nicht alle Fäden erwischt. Das muss ich nochmal machen. Also zweite rechts. Dann beide rechts verschränkt zusammen. So. Und jetzt sieht das schon so aus, dass die beiden hier drunter zusammenkommen. Und jetzt machst du das wirklich immer fortlaufend. Und zwar bis du in der Mitte angekommen bist, also bis du beim Zopf angekommen bist. Dann arbeitest du den Zopf ganz normal, wie immer. Und dann machst du das nach dem Zopf wieder. Das hier gibt einen schöneren Übergang ins Rippenmuster. Du könntest jetzt natürlich hier auch sagen, okay, ich stricke gleich Rippen. Das ist mir viel zu aufwendig. Aber so mache ich aus der Rippe so eine kleine Glocke, die so oben zusammengeht. Und das finde ich eigentlich viel schöner, denn das möchte ich gerne erreichen. So. Übrigens, wenn du hier hinten ankommst an deinem Zopf, dann bleiben dir, wenn du richtig gezählt hast, noch drei Maschen übrig. Der Zopf, also die Kreuzung ging gerade nach rechts. Das heißt, ich mache hier meine Kreuzung nach links. So. Und habe dann ja hier oben meine rechte aufliegen. Und dann kann ich die nächste gleich rechts stricken. So, dann stricke ich meine zwei linken Maschen. Jetzt arbeite ich ganz normal hier meinen Zopf, wie ich den die ganze Zeit auch gearbeitet habe. Ich mache es wie immer weiter ohne Zopfnadel mit dem Auslassen der Maschen. Aber wie du das machst, kannst du immer noch entscheiden. Natürlich musst du das zwangsläufig nicht so machen wie ich. Wenn dir das zu unsicher ist, so mein Zöpfchen ist gleich fertig. Die sechs Maschen hier noch abstricken. 3, 4, 5, 6. Dann kommen hier wieder die zwei linken Maschen. Dann strickst du eine Masche rechts. Und jetzt, wenn du dich erinnerst, ging diese Kreuzung nach links, weil ich ja möchte, dass die oberste Masche eine linke Masche ist und also die oberste Masche eine rechte Masche und die linke unten drunter vorkommt. Das heißt, ich kreuze jetzt hier in die andere Richtung. Das heißt, ich kreuze nach rechts. So. Und dann habe ich jetzt sozusagen wieder gleich zwei rechte nebeneinander, denn ich möchte die Masche, die unten drunter vorkommt, als linke Masche haben. Und damit ergibt sich dann auch wieder der Rest. Ich kreuze also nach links und danach kreuze ich wieder nach rechts, nach links und so weiter. Das machst du nur für diese zwei Sequenzen, also von dem runden Anfangsmarker bis zum nächsten Marker und vom zweiten Marker bis zum dritten Marker. Das sind zwei Sequenzen zwischen zwei Zöpfen. Das sieht bei beiden exakt gleich aus. Auf der zweiten Hälfte des Tuchs, hier hinten, machst du gar nichts. Da strickst du wie gehabt glatt rechts weiter, und zwar ganz normal glatt rechts. Bedenke auf jeden Fall, du musst das vorher auszählen, bevor du diese Kreuzung machst. Musst du, wie ich es dir am Anfang gezeigt habe, auszählen, wo du ankommst, damit du es auch richtig machst und damit du auch in die richtige Richtung kreuzt. Und dann strickst du deine Runde und ich stricke meine Runde. Und wenn ich das geschafft habe, dann zeige ich dir, wie die zweite Runde davon gestrickt wird. Wenn ich meine Runde beendet habe, dann sieht das so aus. Hier hinten sind natürlich meine Maschen rechts, so wie sich das gehört. Und hier vorne sind meine gekreuzten Maschen. Und jetzt gehen wir über ins Rippenmuster. Dafür muss ich erstmal hier vorne meine Zunahme abstricken. So, dann stricke ich die nächste. Hebe meinen Marker über. Die stricke ich. Na komm her, die stricke ich rechts. So, und jetzt stricke ich immer die oben liegende rechts und die unten liegende links. Die hier liegt oben, ganz eindeutig zu erkennen. Also rechts.
Jetzt ist es eigentlich auch ganz einfach. Links. Links. Und die zwei oben liegenden rechts. Und rechts. Das heißt, ich stricke jetzt immer zwei rechts, zwei links. Pass auf, die sitzen hier ein bisschen eng beieinander, dass du hier nicht die Fäden vom anderen mit erwischt oder so. Also schön vorsichtig ruhig diese zwei rechts, zwei links stricken. Und das mache ich einmal bis zum Zopf, denn hier an dieser Stelle, da wo jetzt die Rippen sind, wird aus unserem Zopf kein Zopf mehr, sondern der wird jetzt auch zu Rippen verwurstelt. Und die Zöpfe bleiben nur noch bei den anderen zwei Sequenzen, da wo sie nämlich auch hingehören. Denn das hier wollen wir am Ende ja abketten. Das soll ja ein Dreieckstuch werden. So, noch haben wir ein Viereck. Und wie aus dem Viereck ein Dreieck wird, das zeige ich dir dann. So, jetzt erstmal zwei rechts, zwei links bis zum Zopf stricken. Wenn ich da bin, dann zeige ich dir noch, was wir da mit dem Zopf machen. So. So, jetzt bin ich gleich beim Zopf angekommen. Hier bin ich auch schon. Hier habe ich ja schon meine zwei linken Maschen. Die sind auch okay, die stricke ich links. Und jetzt ist hier mein Zopf. Und dadurch, dass der ja gerade frisch gezopft ist, kann ich den auch zu einer Rippe umwandeln. Das heißt, ich stricke die ersten zwei Maschen aus meinem Zopf rechts. Die wären ja auch logisch rechts, denn hier daneben ist die linke Rippe. Dann stricke ich die mittleren beiden links und die nächsten beiden stricke ich wieder rechts. So, jetzt habe ich aus dem Zopf auch eine Rippe gemacht und kann jetzt hier die beiden linken stricken und dann geht es jetzt hier wieder weiter mit zwei Maschen rechts, zwei Maschen links. So, ich zeige dir gleich mal, wie es aussieht, wenn ich die nächsten beiden gestrickt habe. So sieht das jetzt aus. Hier an unserem Zöpfchen, die linke Rippe gibt sich dann unten rein und ich stricke jetzt hier weiter in diesen zwei Sequenzen mit meinen zwei Rippen rechts. Das Ganze strickst du nun für zwei Zöpfe. Das heißt, ich zeige es dir mal hier. Das ist eine Zopfung, das ist die zweite Zopfung, also zwei weitere Zopfungen. Und nach der zweiten Zopfung strickst du die Reihe nach der Zopfung und die nächste Zunahmereihe. Und wenn du das gemacht hast, das sind dann insgesamt 14 Runden. Also wenn du die gestrickt hast, das heißt nach dem zweiten Zopf die Runde über dem Zopf und die nächste Zunahmerunde stricken. Und dann, wenn du dort bist, dann treffen wir uns wieder. Wenn wir die 30% jetzt erreicht haben, stricken wir hier weiter. Wir nehmen also weiter zu an allen Stellen. Wir stricken auch weiter unsere Zöpfe. Hier, hier, hier und hier. So, Zöpfe. So sieht das dann aus. Und wir stricken hier Rippen. Da, hier hat die Runde angefangen, hier ist der Anfang, hier hat unsere Runde angefangen und da stricken wir Rippen. So, der muss noch ein Stück weiter raus. Das ist das, was wir machen, bis du maximal 50% deines Garns erreicht hast. Und nur in diesen zwei Sequenzen, die anderen beiden Sequenzen bleiben weiter glatt rechts mit den Zöpfen in der Mitte. Das ist das, was du jetzt tust. So, ich habe jetzt hier fleißig vor mich hingestrickt und du siehst, mein Tüchlein hat das nächste Mal die Farbe gewechselt. Jetzt wird es schön frühlingshaft grün. Das ist schön. Hier siehst du meine Rippen. Hier siehst du die Rippen über den Zopf.
Ja, und übrigens hier siehst du den schönen Übergang. Das sieht nämlich aus wie so kleine Wellen, kleine Krönchen, die da auseinandergehen. Das ist der Übergang, den ich gerne haben wollte. Wenn dir das zu schnörkelig ist, ne, dann kannst du, wie gesagt, auch an dieser Stelle hier ganz einfach diese Verkreuzungen weglassen und direkt im Anschluss die rechten und linken Rippen dran stricken. Überm Zopf siehst du, haben wir jetzt auch eine Rippe gestrickt. Der Zopf wird dadurch nicht breiter, weil wir hier die Rippe drin haben. Und auf der anderen Seite zeige ich dir auch mal, wo ist da mein Zopf? Hier ist mein Zopf, den wir weiter gestrickt haben. Nochmal kurz, was haben wir gemacht? Wir haben an dieser Stelle, da, hier, haben wir die Maschen gekreuzt und von hier haben wir angefangen, die Rippen zu stricken. Danach habe ich einmal den Zopf gemacht, dann habe ich zweimal den Zopf gemacht, dann habe ich die Reihe nach dem Zopfen gemacht und dann noch eine Zunahmerunde. Die war hier und genau da sind wir jetzt angekommen. Hier ist mein Rundenanfang. Da. Und die erste Masche habe ich schon gestrickt und jetzt wird endlich aus diesem augenblicklich noch quadratischen etwas nun ein Dreieckstuch. Und das machen wir folgendermaßen. Hier ist mein Markierer gewesen, der meine Runde markiert hat. Die Masche stricke ich jetzt ab. Dann kann der jetzt erstmal raus, denn jetzt ketten wir die Maschen ab, damit das hier ein schöner Übergang wird am Anfang. Denn die legen wir gleich still. Nehme ich jetzt hier unten, ich lege das mal hier runter, damit du das gut sehen kannst. Hier unten den Bogen aus der Masche, den hier, den nehme ich mir, ziehe ihn zur Seite und stricke da eine neue Masche raus. So, jetzt ist meine nächste Masche, die ist direkt daneben. Und jetzt ketten wir ab und ich möchte mit dir russisch abketten. Das geht so. Ich lege die Masche, die ich gerade gestrickt habe, wieder auf die linke Nadel und stricke jetzt rechts verschränkt diese beiden Maschen zusammen. So, und dann gucken, dass wir auch alle Fäden erwischen. Das nehme ich auch schön elastisch, weil man dann nicht dazu neigt, den Faden so doll anzuziehen. So, bei den linken Maschen, die stricken wir natürlich links zusammen. Das heißt, der Faden wandert vor die Arbeit. Dann lege ich mir meine Masche wieder hier drauf und ich stricke die ersten beiden Maschen links zusammen. Leg die Masche wieder hier drauf und stricke die beiden Maschen links zusammen, denn die nächste Masche ist noch eine linke Masche. Dann geht der Faden wieder hinter. Dann haben wir wieder rechte Maschen, dann zwei Maschen rechts verschränkt zusammen und wieder hier drauf die beiden Maschen rechts verschränkt zusammen, Faden wieder nach vorne und die nächsten beiden Maschen links zusammen. Und das mache ich jetzt über alle meine Rippenmaschen, das heißt über insgesamt zwei Sequenzen, die wir hier von vier hatten. Die wir insgesamt hier von vier Sequenzen hatten. So, also über alle meine Rippen kette ich jetzt ab und nehme dabei natürlich auch den Marker hier in der Mitte raus, den brauche ich ja dann nicht mehr. Und wenn ich fertig abgekettet habe, dann zeige ich dir, wie jetzt wirklich aus dem abgeketteten und aus den noch offenen Maschen eben das Dreieckstuch formen, denn dann wird ein weiteres Dreieck daran gestrickt. Ich habe jetzt hier fast abgekettet, also das heißt, ich bin hier bei den letzten Maschen angekommen. Das hier habe ich noch eine rechte, die stricke ich natürlich wieder rechts verschränkt zusammen. So, dann ist hier die Masche vor meinem Marker und die beiden stricke ich auch noch mal rechts verschränkt zusammen. So, jetzt kann ich meinen Marker rausnehmen, auch den. Der hat jetzt Pause und dann lege ich mal die Masche wieder hier drauf. Und jetzt gucken wir uns das mal an, weil die Nadeln so ein bisschen rausziehen. Das heißt, ich habe jetzt hier
noch insgesamt 2 Sequenzen auf der Nadel, also auch 2 Zöpfe. Da ein Zopf, da ist jetzt hier die neue Mitte, da ist der nächste Zopf. Und dann habe ich hier unten jetzt insgesamt ein Dreieck abgekettet. Geh mal ein Stückchen höher, damit du es sehen kannst. So. So, hier siehst du, ich habe jetzt hier ein Dreieck abgekettet, da lief unser Zopf, da lief der andere Zopf und das hier unten bildet eine Spitze. So sieht das aus, so soll das aussehen. Das ist jetzt also ein großes Stück abgekettet und jetzt müssen wir hier einmal auf einer Sequenz die Maschen zählen. Und zwar, hier hängt die Masche immer, also der Markierer hängt immer vor dieser Mittelmasche und wir zählen ab dem Markierer. Das heißt, wir haben 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 96, 98, 100, 2, 4, 6, 8, 10. 110 Maschen haben wir jetzt hier auf der Nadel und die müssen wir jetzt hier wieder aufnehmen. So, das heißt, wir müssen diese Maschen also alle wieder aufnehmen. Ich kann dir nur empfehlen, zähle gut. Ja? Zähle lieber zweimal als einmal zu wenig, denn verzählst du dich, ärgerst du dich ewig, das musst du nämlich alles wieder zurückstricken dann oder wieder auftrennen. Also, wir haben jetzt hier 110 Maschen gezählt oder ich für meinen Fall. Bei dir kann das ja anders aussehen. Dabei ist die 110. Masche diese hier. Das heißt, ich muss, damit ich genauso viel wie auf der anderen Seite habe, 109 Maschen aufnehmen. So, wenn wir hier angekommen sind, an der nächsten Stelle, wo wir zopfen müssen, dann ist hier unser Rundenanfang. Und dann ketten wir hier die Maschen ab. Und dann ketten wir hier die Maschen ab. Das ist die Theorie bis jetzt. Und dann die Maschen, die auf einer solchen Sequenz waren. Hier. Also diese Maschenzahl zählst du und die schlägst du neu wieder an. Also diese Strecke ist gleich dieser Strecke. Das ist das, was du machst. So, wenn ich jetzt meine Maschen wieder aufnehmen möchte, brauche ich eine Häkelnadel. Und zwar in der gleichen Stärke wie die Nadel, mit der ich stricke. Das hier eine 3,5. Ich muss zugeben, ich schummel gerade ein bisschen. Ich habe eine 3, weil ich meine 3,5 gerade nicht zur Hand habe. Aber ich häkel dann einfach locker. Ich gehe für meine erste Masche hier von rechts nach links in die Schlaufe rein, als ob ich eine rechte Masche stricken wollen würde, hol mir den Faden und habe dann hier unten eine Schlaufe. Und jetzt geht's ganz einfach. Ich hole eine Schlinge, hole die durch meine Masche durch, leg danach wieder den Faden hinter die Nadel und hole mir die nächste Schlaufe durch. So. Und damit nehme ich meine 110 Maschen wieder auf. So. Und genau in der Mitte ist meine Rippe. Das heißt, also mein Zopf ist in der Mitte und in der Mitte vom Zopf ist eine linke Rippe. Das heißt, genau nach 55 Maschen hänge ich mir meinen Maschenmarkierer wieder ein. Dann finde ich nämlich später meinen Zopf leichter wieder und muss nicht so viel zählen. Wie du siehst, lege ich immer wieder den Faden hier hinter die Nadel, hole mir den durch, lege ihn wieder hinter die Nadel, hole mir den Faden durch, hinter die Nadel, durch. Und so häkel ich jetzt meine Maschen wieder auf. Die letzte Masche ist übrigens die, die ich auf der Nadel habe. Die lege ich dann einfach nur mit dem Faden dahinter dann hier wieder auf die Nadel. Und dann bin ich komplett und dann kann ich losstricken. So, weil das ja eine Weile dauert, mache ich das jetzt mal alleine. Und wenn ich meine 110 Maschen wieder drauf habe, dann zeige ich dir natürlich, wie es weitergeht. So, jetzt habe ich alle meine Maschen wieder aufgenommen.
So sieht das Ganze jetzt aus. Das heißt, du hast hier so ein Streifchen Maschen dran. Hier in der Mitte hängt schon mein Markierer, der ist für meinen Zopf da. Und jetzt stricken wir hier wieder in Rippen. Und jetzt ist es wichtig, dass du genauso strickst, wie du aufgehört hast, denn dann bist du hier, wenn du richtig bist, bist du hier, hast du rechts und links von diesem Marker dann eine linke Masche, also der Marker hängt quasi in der Mitte einer linken Rippe. Und wir gucken jetzt einfach mal, wie wir hier vorhin aufgehört haben, denn das ist ja die Maschenzahl, die wir haben und die relevant ist. Wir hatten hier zwei linke Rippen, also zwei linke Maschen hatten wir hier und dann haben wir noch eine rechte zugenommen. Ich guck mal gerade eben, ob wir noch eine zweite zugenommen hatten. Um genau zu sein, haben wir da noch eine mehr abgekettet? Nö. Es ist hier die eine rechte, die wir noch zugenommen haben. Das heißt, ich habe jetzt meine Randmasche, dann habe ich eine rechte Masche und dann habe ich zwei linke Maschen. Du kannst auch hier in der Mitte gucken, da sieht man das auch ganz gut. Da, wo die Spitze ist, da ist die Spitze. Da habe ich hier meine rechte Rippe, hier habe ich meine zwei linken Maschen. Hier habe ich eine rechte und daneben sind rechts und links eine rechte. Diese rechte Masche, die hier in der Mitte ist, die unsere Mittelmasche ist, die bildet jetzt unsere Randmasche. Das hier ist also jetzt unsere Randmasche. Das ist die Maschenfolge, die danach kommen muss. Also Randmasche und dann eine rechts, zwei links und dann wie immer zwei rechts, zwei links. Das stricke ich jetzt auch. Wenn du dich übrigens fragst, warum ich jetzt nicht mehr die wundervollen Pony Slick habe, sondern dunkle Nadeln, die sind übrigens auch von Pony. Das sind die Pony Rosenholz. Und ich bin hier drauf gewechselt, damit du die Maschen hier besser siehst, denn die andere Nadel war hell. Und da hätte ich dir das mit dem Aufstricken nicht so schön zeigen können. Also daher habe ich gewechselt, aber auch Pony, tolle Nadeln, schön spitz, wie du siehst. Ganz geil. Und Rosenholz sowieso klasse. So, also meine erste Masche, die stricke ich jetzt hier rechts. Nachher stricke ich meine Randmaschen in der Rückreihe immer links und in der Hinreihe stricke ich die letzte Masche rechts, heb sie hinten ab. In der Rückreihe stricke ich die letzte Masche links und heb sie vorne ab. So. Eine Randmasche und dann habe ich meine Masche rechts, zwei Maschen links, zwei Maschen rechts und das stricke ich natürlich jetzt hier fröhlich bis zur Mitte meines Strickstücks und auch natürlich über meinen Maschenmarkierer drüber weg. Und der Maschenmarkierer ist dein Kontrollzentrum. Der Maschenmarkierer hängt quasi in der Mitte zwischen zwei linken Maschen, da muss der hin. Da musst du also kontrollieren, dass das so ist. Wenn der nicht in zwei linken Maschen in der Mitte hängt, dann hast du irgendwas falsch gemacht oder dich irgendwo verzählt. Dann ist das jetzt die Gelegenheit, das zu kontrollieren und das vor allen Dingen zu korrigieren. So, die Maschen stricke ich mal eben schnell ab. Die 110 gehen nicht ganz so schnell, dass ich dich währenddessen voll labern könnte. Also, kurze Pause. Wenn ich in der Mitte angekommen bin, dann zeige ich dir kurz, wie es über die Mitte geht und dann zeige ich dir natürlich auch, wie wir jetzt hier weiter stricken. So, ich bin jetzt hier wieder gleich in der Mitte angekommen. Hier habe ich noch eine linke, zwei linke, dann habe ich meine rechte und dann habe ich meine Mittelmasche. Und das ist völlig richtig, so muss das sein. Und jetzt geht es hier nahtlos weiter. Und ich stricke die nächste Masche, wenn sich bei dir hier so ein kleines Löchlein bildet. Das kann natürlich passieren, hier durch die abgekettete Masche. Dann machst du Folgendes, legst du die zurück, legst hier, gehst hier einmal unter diesen Bogen, der hier ist, den da, legst dir die Masche auf die Nadel und strickst die mit der nächsten Masche zusammen. So, und dann ist da auch kein Loch mehr. So, und jetzt stricke ich diese Maschen hier, alle rechts, also alle so, wie sie erscheinen, bis zum Zopf. Die Zopfmaschen stricke ich natürlich auch, wie sie erscheinen. Und natürlich muss ich aufpassen, dass ich alle meine Maschen mitnehme.
Und dann stricke ich bis zum nächsten Maschenmarkierer, der uns ja dann da in der Mitte erwartet. Das heißt, wir haben ja jetzt hier noch zwei Sequenzen auf der Nadel plus die Maschen, die ich aufgenommen habe. Und ich stricke jetzt an jede Sequenz ein weiteres doppeltes Dreieck dran. Und deswegen müssen wir die dort auch in der Mitte wieder teilen. Aber erstmal fröhlich auf bis zur Mitte in glatt rechten Maschen. Hier. So. Und da bin ich schon beim Zopf. Und ich stricke nochmal schnell bis zum Maschenmarkierer hin. Und wenn ich beim Maschenmarkierer bin, dann zeige ich dir natürlich auch, wie es da weitergeht. Da bin ich wieder kurz vorm Maschenmarkierer. Hier hängt mein Maschenmarkierer. Hier ist meine zugenommene Masche. So. Und hier ist auch wieder die Mittelmasche. Die hebe ich jetzt mal rüber, weil der Maschenmarkierer kann raus. Die hebe ich dann wieder zurück. Und jetzt nehme ich auch hier wieder unten eine Masche zu. Das heißt, ich schnappe mir hier das rechte Beinchen, hebe es auf die Nadel und nehme eine Masche zu. Jetzt drehe ich um. Wenn du Angst hast, dass du danach hier drüber strickst, kannst du dir den Maschenmarkierer hier wieder einhängen. Dann wird umgedreht. Hier stricke ich die erste Masche nochmal links ab, aber auch nur hier und nur, weil es hier der Übergang ist. Jetzt stricke ich hier alle Maschen links und wieder retour und ich stricke jetzt hier auf der Rückreihe alle Maschen so, wie sie erscheinen. Das heißt, rechte Maschen rechts und linke Maschen links. So, und zwar für die gesamte Rückreihe. Du kannst, wenn du möchtest, dir diesen Teil, der hier hängt, der wird nämlich gleich nicht gestrickt von uns, also da passiert überhaupt nichts. Dieses letzte Viertel kannst du dir auch auf einen Maschenraffer packen oder auf so einen schönen Maschenstopper, den es auch von Pony gibt, oder du lässt den einfach auf der Nadel und beachtest den nicht. Das ist jetzt dein persönliches Gusto. Auf jeden Fall strickst du erstmal die Rückreihe. Das mache ich auch. Und wenn ich am Ende der Rückreihe angekommen bin, dann zeige ich dir natürlich wieder, wie es weitergeht. Ich habe meine Rückreihe gestrickt. So sieht die aus. Meine Rückreihe jetzt. Hier ist alles dran. Da ist alles dran. Hier unten hängt der Rest vom Tuch. Den brauchen wir jetzt nicht mehr. Und jetzt stricken wir hier ein Dreieck dran, und zwar ein Dreieck von unten. Das wird jetzt mit Abnahmen gearbeitet. Die erste Masche hebe ich ab, wie zum Rechtstricken. Dann stricke ich die nächsten beiden Maschen überzogen zusammen. Das heißt, ich hebe die erste Masche ab, wie zum Rechtstricken, stricke die zweite Masche und hebe jetzt hier die abgehobene Masche drüber. So, aufpassen, dass man alle Fäden erwischt, drüber ziehen und dann habe ich jetzt eine Masche abgenommen. Jetzt stricke ich natürlich mustergemäß weiter, also zwei Maschen rechts, zwei Maschen links, bis ich in der Mitte angekommen bin. In der Mitte heißt hier, und da hätte ich mir vorhin einen Marker reinhängen sollen, aber die Masche finden wir auf jeden Fall definitiv wieder, denn das ist die hier. Hier ist meine Zunahme. Hier ist meine nächste Zunahme. Und da ist die letzte Masche, die wir sozusagen abgehoben haben. Da kann ich mir jetzt meinen Marker hinterher hängen. Das mache ich auch direkt mal. Dann muss ich nämlich gleich gar nicht weiter denken. Hier muss der Marker hin. Also dahin. Vor die letzte Masche, mit der wir quasi angefangen haben, wieder Maschen aufzustricken. Bis dahin stricke ich mich hin. Ich habe ja jetzt hier nur Rippenmuster, sprich eine Masche rechts, eine Masche links. Und ich stricke jetzt bis zwei Maschen vor meinen Maschenmarkierer. Und wenn ich da bin, dann geht es natürlich in der Mitte weiter. So. So, dann bin ich jetzt gleich hier in der Mitte bei meinem Markierer angekommen. Und ich bin jetzt hier zwei Maschen vorm Markierer. Und jetzt müssen wir den Markierer immer umlegen. Das heißt, ich arbeite hier gerne ohne Markierer, weil ich die Maschen eben gleich erkenne. Und zwar, so, einmal Markierer kurz raus.
Und zwar hebe ich jetzt die nächsten zwei Maschen, die hier kommen, zusammen wie zum Rechtsstricken ab. Das heißt, ich gehe von links nach rechts durch beide Maschen gemeinsam, hebe die ab, stricke die nächste und hebe jetzt diese zwei zusammen abgehobenen Maschen hier drüber. Das führt dazu, dass jetzt die mittlere Masche, die hier mit in der Mitte drüber lag, oben aufliegt. Dann kann ich jetzt natürlich meinen Maschenmarkierer wieder hier einhängen, oder du hast einen wie ich an der Stelle zum Öffnen. Den kann ich mir nämlich auch über die Masche legen. Den kann ich nämlich hinterher rausholen. So, und dann markiere ich mir die Masche. Dann stricke ich jetzt hier weiter bis zu meinem Zopf. Und dann ist in der Reihe jetzt auch wieder das Zopfen dran. Wunder dich nicht. Das ist hier auf der Seite eigentlich eine Reihe zu früh. Also normalerweise müssten wir noch eine Reihe drüber. Das fällt aber nicht so doll auf. Das geht schon. Wenn wir die andere Seite dann machen, dann sind wir wieder ganz genau im Plan. Also du hast prinzipiell die Wahl, ob du auf einer Seite den Zopf eine Runde mehr machst. Und auf der anderen Seite den Zopf richtig oder auf einer Seite den Zopf eine Reihe weniger. Aber da ist mir eine Reihe weniger an der Stelle viel lieber. So, jetzt bin ich auch gleich beim Zopf angekommen. Da hinten ist er. Ich beeile mich mal bis dahin. So, hier ist mein Zopf. Das heißt, ich stricke wieder meine beiden linken Maschen. So, und dann werde ich jetzt hier zopfen. Also so, wie ich das die ganze Zeit gemacht habe. Jetzt zopfen wir ja immer in der Hinreihe, da wir ja nun in Hin- und Rückreihen stricken. Das heißt, nach meinem Zopf, um wieder in diesen Zopfrhythmus zu kommen, in den ganz normalen, na, warum will er denn jetzt hier nicht rein? So. Um wieder in den ganz normalen Zopfrhythmus zu kommen, stricke ich nach meinem Zopf eine Rückreihe, dann eine Hinreihe und eine Rückreihe dazu, noch eine Hinreihe und eine Rückreihe dazu. Und in der dritten Hinreihe ist wieder der Zopf dran, denn wir haben ja vorhin in jeder sechsten Runde gezopft. In jeder sechsten Runde gezopft und das heißt, wir müssen ja jetzt auch in jeder sechsten Reihe zopfen. Das heißt, Reihe 1 ist die Rückreihe, Reihe 2 ist die Hinreihe, Reihe 3 ist die Rückreihe, Reihe 4 ist die Hinreihe, Reihe 5 ist die Rückreihe und die dritte Hinreihe ist dann nämlich Reihe 6, wo wir zopfen. Das heißt, nach dem Zopf zweimal hin und dreimal zurück sozusagen oder beziehungsweise andersrum, dreimal zurück und zweimal hin. Und dann ist alles richtig. So, hier muss ich mal kurz gucken. Ja, ich so vorhin so ein bisschen zwischen die Fäden gestochen. Aber das kriege ich auch alles. So. Und da ist mein Zopf auch fertig. Also auch hier zopfen wir in jeder sechsten Reihe dann, heißt in jeder dritten Hinreihe. So, und jetzt geht es wieder bis zwei Maschen vor dem Ende. Hier übrigens mal der Zopf zum Vergleich. Diese eine Reihe weniger fällt kaum auf. Ja? Also das ist an der Stelle wirklich zu verschmerzen. So, ich stricke jetzt kurz bis zwei Reihen vor dem Ende. Bis zwei Maschen vor dem Ende natürlich. Da hängt der Markierer drin. Und wenn ich da bin, dann zeige ich dir noch die Abnahme am Ende. So, ich bin hier gleich zwei Maschen vor meinem Ende angekommen. Drei Maschen vor meinem Ende muss ich natürlich ankommen. Falsch, habe ich das vorhin gesagt. Also, du musst drei Maschen vor deinem Ende ankommen, denn die letzte Masche ist ja die Randmasche. Und die beiden Maschen wollen wir jetzt hier rechts zusammenstricken. Das heißt, einmal die beiden rechts zusammenstricken, nächste Masche stricken. Und dann haben wir das auch geschafft. So, und jetzt geht das hier eindeutigerweise auseinander, denn
Wenn ich jetzt hier drüber stricken würde, siehst du, würde sich ein Loch bilden. Das heißt, ich kann den Markierer jetzt hier rausnehmen. Den brauche ich jetzt an der Stelle nicht mehr. Und dann hebe ich auf der Rückreihe die erste Masche ab, denn jetzt heben wir die Randmaschen immer. So, jetzt stricke ich auf der Rückreihe alle meine Maschen, wie sie erscheinen. Du strickst jetzt folgendermaßen weiter. Am Rand, am Anfang, nimmst du eine Masche ab, indem du zwei Maschen überzogen zusammenstrickst. Dann strickst du bis eine Masche vor deinem Mittelmarkierer, denn der Markierer hängt ja jetzt auf der Masche drauf. Dann strickst du diese beiden Maschen, diese drei Maschen dort, zusammen, wie ich es dir gezeigt habe. Und zwar zwei Maschen zusammen, wie zum Rechtsstricken abheben, dritte Masche stricken und die beiden abgehobenen überheben. Das heißt, die Mittelmasche liegt oben auf und zwei Maschen hast du in der Mitte abgenommen. Dann strickst du bis drei Maschen vor dem Ende und strickst die vorletzten beiden Maschen rechts zusammen und dann strickst die Randmasche rechts. So. Also, das bedeutet, in jeder Hinreihe nimmst du vier Maschen ab. So, jetzt sind wir hier bei den rechten Maschen. Ich bin nur am Zopf angekommen. In jeder Hinreihe werden vier Maschen abgenommen. Am Rand rechts und links jeweils eine und in der Mitte zwei. Und das machst du immer weiter. Und zwar so lange, bis du hier in der Mitte noch einen Zopf gestrickt hast. Also das nächste Mal zopfen auf jeden Fall noch machen. Und dann nach dem Zopfen die Rückreihe stricken und dann zwei Hinreihen mit ihren Rückreihen, sprich bis zu der Reihe, wo du wieder zopfen musst, hinstricken. Und da treffen wir uns wieder, denn bis dahin stricken wir hier vorne an den Maschen, die wir wieder angeschlagen haben, nämlich Rippen. Und dann gehen wir wieder vom Rippenmuster in den glatt rechten Teil mit Zopf über. Und wie das geht, zeige ich dir selbstverständlich. Hier nochmal kurz, der Markierer hängt in der Mitte, ne? Der hängt auf der Mittelmasche. Die beiden rechts und links von der Mittelmasche musst du mit der Mittelmasche zusammenstricken. Hier bleibt es wie gehabt in dem Teil und in dem hier hinten stricken wir natürlich Rippen. Dabei bei den Abnahmen bleibst du natürlich im Muster. Ja? Das heißt, ich stricke dann wieder hier die rechte über die linke und du strickst hier dein Rippenmuster weiter. So, wenn du also einmal noch gezopft hast und dann quasi vor dem nächsten Zopf bist, in der Reihe, wo du wieder zopfen musst, treffen wir zwei uns wieder und dann zeige ich dir wieder, wie der Übergang geht. Ich habe alle meine Abnahmen gemacht. So sieht das gute Stück jetzt aus. Hier ist mein Maschenmarkierer, den brauchen wir gleich. Dann siehst du, hier wird das schon spitz am Rand durch die Abnahmen, die ich da gemacht habe. Hier in der Mitte sind auch meine Abnahmen. Da habe ich meinen Maschenmarkierer jetzt hier unten hängen. Den könnte man, wenn man wollte, hochhängen. Aber du siehst eins, dadurch, dass hier die Mittelmasche immer aufliegt, ist natürlich die Abnahme betont und ich kann diese Mittelmasche sehr, sehr leicht erkennen. Das ist natürlich schön. Dann ist hier mein glattrechter Teil. Und hier kommt irgendwo mein Zöpfchen, da ist mein Zopf und wie du siehst, sind wir jetzt da, wo wir hin wollten, nämlich in der Zopfreihe, die jetzt kommt. Und hier hinten teilt sich das gute Stück schon, da siehst du die Abnahmen und du siehst halt auch hier, wie die schön laufen. So, jetzt wollen wir von dem Rippenmuster wieder in den glattrechten Teil übergehen und zwar genauso, wie wir es hier getan haben. Das machen wir natürlich auch und das machen wir auch mit gekreuzten Maschen und dabei bin ich wieder in einer Zopfreihe. Na nü, jetzt ist hier mir mein Faden irgendwo hier drin, kurz aussortieren. So, jetzt. Dafür machen wir natürlich auch wieder alle Zöpfe und ab hier wird jetzt auch wieder an dieser Stelle gezopft. Dafür habe ich meinen Maschenmarkierer. Bis dahin muss ich jetzt verkreuzen. So, wir arbeiten aber nichtsdestotrotz natürlich alle Abnahmen weiter. Das heißt, meine Randmasche hebe ich ab.
Dann nehme ich die nächste Masche ab. So. Die ziehe ich über. So, und jetzt kreuzen wir wie folgt. Wir arbeiten immer eine rechte Masche über eine linke Masche. Das heißt, die linke Masche wird immer unter der rechten verschwinden. Da ich jetzt hier eine rechte habe, muss ich also als erstes nach links kreuzen. Das heißt, ich steche von hinten in die linke Masche ein, stricke die rechts verschränkt ab und stricke dann die beiden rechts verschränkt zusammen. Und schon ist die linke unter der rechten verschwunden und kommt hier hinten raus. Jetzt habe ich die andere Richtung, das heißt, ich stricke die beiden rechts zusammen und dann stricke ich die erste nochmal rechts ab. Also das heißt, ich mache genau das gleiche wie vorhin. So sieht das jetzt aus und dann wieder erstmal die erste links, die erste rechts verschränkt, dann die nächste, die nächsten beiden rechts verschränkt zusammen und dann jetzt wieder weiter. Zwei rechts zusammen und die erste nochmal rechts abstricken. Und so lasse ich wieder meine linken Maschen unter den rechten Maschen verschwinden. So. Und arbeite mich bis 5 Maschen vor meinen Maschenmarkierer, der hier in der Mitte hängt. Das dauert jetzt ein bisschen, das mache ich kurz alleine weiter, bis ich da angekommen bin, wo mein Markierer hängt, denn da muss wieder mein Zopf hin. Ab da arbeiten wir wieder genau wie den anderen Teil weiter. Also, ich stricke mal fix dahin und in der Mitte treffen wir uns wieder. So. Hier bin ich in der Mitte angekommen. Da ist mein Markierer. Ich bin jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5 und sogar 6 Maschen vor meinem Markierer, denn hier ist meine letzte Kreuzung. Die Masche ist ja schon rechts, die brauche ich jetzt nicht mehr kreuzen. Denn das hier ist meine linke Rippe und dann habe ich jetzt die ersten 3 Maschen von meinem Zopf. Das heißt, ich stricke die beiden Maschen links. Und die bleiben ja auch links, denn die sind ja hier bei unserem Zöpfchen auf der anderen Seite auch immer links. So, jetzt hebe ich meine ersten 3 Maschen ab, denn der Marker kann jetzt raus. Über den Maschenmarkierer rüberzopfen wäre ungünstig, geht auch nicht. Der hat jetzt Pause und der hat nicht nur Pause, sondern der hat jetzt ausgedient, denn den Zopf erkennen wir ja wie immer dann durch die rechten Maschen, die zwischen den linken liegen. Das heißt, ich hebe hier wieder meine 3 hinteren Maschen ab. So, Faden hier weg. Halt die fest. Sammel mir die hier wieder auf. Ich muss zugeben, das ist durch die Kamera viel schwieriger, als wenn ich es selber in der Hand habe. So. Na komm her. Und da bist du auch. So. Also jetzt wieder umlegen. So. Und dann kann ich die abstricken. Und dann habe ich hier meinen Zopf. Da ist mir ein Stückchen aufgerippelt. So. Und dann alle Zopfmaschen abstricken. So. Und dann ist hier nach meinem Zopf wieder eine linke Rippe. Die stricke ich natürlich auch wieder links. Jetzt ist ja hier auch wieder eine rechte Masche. Die muss ich ja nicht kreuzen, denn das bleibt eine linke Rippe. Die bleibt auch rechts. Und jetzt halt. Das war falsch. Jetzt geht es wieder in die andere Richtung. Das heißt, ich stricke die zweite rechts verschränkt ab, stricke dann hier die beiden rechts verschränkt zusammen. So. Und jetzt wieder die beiden rechts zusammen
und dann die erste davon nochmal rechts. Und das mache ich natürlich auch, bis ich bei der Mitte angekommen bin, beziehungsweise bis ich vor der Mitte angekommen bin. Und jetzt nicht wundern, das sieht diesmal hier vor der Mitte ein bisschen anders aus als am Anfang, denn unsere erste Masche, was das hier ist, ist da drüben unsere Randmasche und wir haben auf der Masche abgenommen. Das heißt, da drüben waren wir ja schon hier. Hier nehmen wir jetzt die ab. Das heißt, die hier wird noch gekreuzt und die bleibt ganz normal rechts. Wenn wir das gemacht haben, stricken wir natürlich hier rüber, stricken unseren Zopf ab, der ist da, stricken hinten wieder unsere Abnahme und auf der Rückreihe stricken wir hier alle Maschen links, die Rippen neben dem Zopf stricken wir natürlich rechts und dann stricken wir die restlichen Maschen alle links und auch hier unsere gekreuzten Maschen auf der Rückreihe alle links, denn das soll ja jetzt wieder glatt rechts werden. Das heißt, nach dieser Kreuzung ist alles, was hier oben drüber ist, genauso wie hier dann wieder, glatt rechts. Das machen wir hier weiter. Und dann arbeitest du den Teil komplett glatt rechts mit dem Zopf in der Mitte natürlich so, dass du immer am Anfang, in der Mitte und am Ende deine Maschen abnimmst. Also ich versuche es mal hinzulegen. Wir nehmen am Anfang ab, wir nehmen in der Mitte ab und wir nehmen hier am Ende ab. Das kann ich dir gerade nicht rausziehen, sonst ziehe ich meine Nadeln raus. Anfang, Mitte, Ende abnehmen. Dazwischen stricken wir die Zöpfe hoch. Der hat sich jetzt hier so ein bisschen versteckt, der Zopf. Genau, da kriege ich, wo ist das Ende? Kannst du ja mal vorsichtig suchen. Da ist das Ende. Wenn ich das so ein bisschen hier zusammenkruschel. So, da ist das Ende, da ist der Zopf. Dann stricken wir hier den Zopf, den wir jetzt angefangen haben, weiter. Und nehmen wirklich hier Anfang, Mitte, Ende ab. Vier Maschen in jeder Hinreihe. Die Rückreihe stricken wir links und die Rippen hier neben dem Zopf stricken wir natürlich auf der Rückreihe rechts. Wenn du das so strickst, wird dein Strickstück immer schmaler. Und du siehst schon, was hier passiert. Das biegt sich ja schon in eine dreieckige Form und führt diesen Winkel hier fort. Das heißt, hier geht es gerade und damit stricken wir hier so ein Dreieck an. Das machst du so lange und alle deine Abnahmen machst du so lange, bis du hier bei der linken Rippe vom Zopf angekommen bist. Irgendwann kommst du mit deiner Mittelabnahme und mit deiner Seitenabnahme hier bei den linken Maschen vom Zopf an. Und wenn du da angekommen bist mit all deinen Abnahmen, da treffen wir uns wieder, denn da zeige ich dir noch, wie du diesen Teil beendest. So, wenn du deine Maschen angeschlagen hast und deine Hin- und Rückreihe gestrickt hast, dann machst du Folgendes. Hier wieder die Theorie. Hier nimmst du ab. Hier nimmst du ab. Du nimmst hier ab. Das bildet nämlich hier oben die beiden Schenkel. Und du nimmst hier an dem Kreuzungspunkt in der Mitte ab. Das ist deine Abnahmestrecke hier unten. Hier hast du wieder Rippen gestrickt. Und aus den Rippen ist auch wieder ein Zopf geworden. Der geht genau hier in die Mitte. Genauso wie dieser Zopf hier weiter in die Mitte läuft. Und die laufen dann hier oben zusammen. Und da hast du dann auch keine Maschen mehr, sondern da kettest du dann ab. Also, da bleiben noch drei Maschen übrig. Die lässt du dann da. Mein Tüchlein ist gewachsen. Ich lege dir das mal hier so ein bisschen hin und breite dir das mal ein bisschen aus. Hier ist der Übergang. Da haben wir vorhin angesetzt. Da sind meine Rippen. Da läuft mein Zöpfchen, was ich hier hochgestrickt habe. Und hier ist diese Abnahme, die betont ist, weil wir immer die Mittelmasche oben aufgelegt haben. So sieht das aus. Übrigens als Pendant sozusagen zu der Zunahmemasche, die ja auch durch unsere Zunahmen hier eine betonte Reihe bildet. So sieht das hier auch aus. So, und jetzt sind wir hier oben in der Mitte. Und ich muss gucken, dass mir das nicht alles abhaut. So. Denn langsam wird es ein bisschen viel Stoff. Insgesamt, aber das ist ja nicht so schlimm. So, jetzt habe ich hier noch auf der Hinreihe, ich bin auf der Rückreihe, so, ich habe meine Hinreihe gestrickt. Das heißt, hier war meine letzte Hinreihe.
Da habe ich meine Abnahme am Rand gestrickt. Direkt nach der Abnahme am Rand kommen hier zwei linke Maschen. Dann kommen meine Zopfmaschen. Dann kommen wieder zwei linke. Dann kommt eine rechts und dann kommt die Dreierabnahme. Und auf der anderen Seite genauso. Eins rechts, zwei linke. Die Zopfmaschen, zwei linke und die Masche mit der Abnahme. So, jetzt siehst du natürlich eins. Normalerweise sollten wir hier rechts und links an der gleichen Stelle sein. Das heißt, meine Abnahme sollte auch hier neben den zwei linken Maschen direkt sein. Warum ist das nicht so? Na, ganz einfach. Hier, diese Mittelmasche entspricht meiner Randmasche. Und wir nehmen hier auf der Masche ab und hier, damit der Rand schöner wird, nehmen wir auf der zweiten Masche ab. Das heißt, ich bin hier schon eine weiter eingerückt. Deswegen bin ich hier noch nicht da. So, ich möchte jetzt aber nicht die Randmasche mit der zusammenstricken, um hier in die gleiche Ecke zu kommen, sondern ich schummel das jetzt in der Mitte aus, indem ich jetzt hier auf der Rückreihe diese drei zusammenstricke. So, das will ich dir natürlich zeigen, wie das geht. Jetzt muss ich erstmal gucken, dass mir meine Wolle nicht zwischen meinen Nadeln landet. So. Also wir sind auf der Rückreihe und wir stricken jetzt folgendermaßen. Erste Masche ist die Randmasche, die heben wir ab. Zweite Masche stricken wir links. Dann kommen hier meine Rippen neben dem Zopf. Dann kommt mein Zopf. So. Dann kommen meine Rippen hier. Und jetzt müssen wir natürlich so abnehmen, dass die Masche hier auch in der Mitte liegt. Und das machen wir folgendermaßen. Ich stricke jetzt hier die erste Masche. Dann steche ich von rechts nach links in diese beiden Maschen ein. So. Und drehe mir die um. Dann lege ich die linke Masche hier drüber wieder. Und dann ziehe ich mir die beiden umgedrehten Maschen hier über die Masche. Schön festhalten, damit die dir nicht abhaut. Das ist letztlich das Gleiche, was wir auf der anderen Seite auch machen. So, wenn wir jetzt gucken, liegt hier auch die Mittelmasche wieder oben. Und das ist das, was wir haben wollten. So, jetzt kommen natürlich nur noch die letzten Reihen. Bevor wir dann hier am Ende komplett in der Mitte von dem Dreieck landen. So, die linken Zopfmaschen, die zwei rechten und dann kommen meine Maschen am Rand. So. So sieht das jetzt aus und du siehst, hier bin ich schön in der Mitte und es sieht so aus wie vorher. So, jetzt sind wir beide an der gleichen Stelle. Das heißt, ich habe jetzt hier letztlich eine Reihe abgekürzt. Das ist zu verschmerzen. So, jetzt habe ich meine Randmasche abgehoben und jetzt stricke ich auch hier meine überzogene Zunahme. Dann stricke ich die Masche links. Und jetzt stricke ich hier wieder meinen Zopf. Das ist der letzte Zopf, den wir arbeiten, ja? Denn nach diesem Zopf sind wir ja dann mit den Abnahmen ganz auf der rechten Seite. Also das heißt, wir haben ja jetzt hier über eine linke abgenommen. In der nächsten Reihe nehme ich schon die zweite linke ab und dann stricken wir hier oben nur noch glatt rechts und arbeiten nur noch unsere Abnahmen über das glatt rechte. Der Zopf ist jetzt fertig. Wenn du dich erinnerst, hatten wir mit dem Zopf am Anfang auch erst da begonnen, wo wir 8 Maschen dazwischen hatten. Deswegen machen wir das hier auch exakt genauso. Dann sieht das genauso aus wie am Anfang. So. Und überheben und dann auch hier wieder mein Zopf und meine Rückreihe stricke ich dann natürlich auch durch, so wie vorher. Ich mache jetzt hier mal mein Zöpfchen fertig und arbeite bis zur letzten Abnahme vor, denn die letzte Abnahme, da haben wir dann noch insgesamt 5 Maschen auf der Nadel. Die möchte ich dir gerne noch zeigen,
Und dann zeige ich dir, wie du das Tuch hier oben beendest. Und dann fehlt eigentlich nur noch Teil 3. Und der ist dann wiederum ganz leicht, denn im Grunde genommen ist es das, was du hier mit Teil 2 schon gemacht hast. Allerdings müssen wir da nochmal anschlagen und das passiert von der anderen Seite. Und wie das geht, zeige ich dir hier nach der letzten Abnahme, wenn wir das hier beendet haben. So, ich habe meine Hinreihe gestrickt. Hier sind meine letzten 5 Maschen noch auf der Nadel. Und damit wir hier nicht uns so ein Böpselchen bauen, ja, das heißt, also ich will ja jetzt nicht, dass ich mir hier hinten in der Mitte von meinem Tuch so einen kleinen Turm baue. Deswegen arbeiten wir jetzt die letzten Zunahmen auf der Rückreihe. Ich stricke meine ersten beiden Maschen. Dann stricke ich diese beiden Maschen, die nächsten beiden, links zusammen. Dann ziehe ich die zweite Masche über die erste Masche, lege die Masche nach links, ziehe die Masche jetzt hier von links nach rechts über die Masche und das mache ich jetzt mit der letzten Masche auch, die ziehe ich noch von rechts nach links über die Masche. So, jetzt haben wir die hier so gestapelt, so sieht das jetzt aus und jetzt kann ich hier meinen Faden einmal, das mache ich mit den Fingern, durchziehen und dann kann ich den auch abschneiden jetzt, denn ich bin fertig hier. So, einmal abgeschnitten, so dass ich den gut vernähen kann. So, und dann durchziehen und fertig. Und wenn ich das jetzt gerade ziehe, dann gibt sich hier zwar so ein Mini-Mini-Höcker, aber den kriegen wir beim Spannen raus, denn wir müssen das Tuch ja noch spannen und das gibt sich halt auch deswegen, weil wir hier ja noch die Zöpfe gearbeitet haben, ne? Und hier noch zusammengekommen sind. Also das Dingelchen, was hier noch ist, kriegen wir raus. Damit ich gleich nicht so viel Arbeit habe, vernähe ich den auch direkt. Und beim Vernähen kann ich das schon so ein bisschen reinziehen. So. Und zwar einmal auf die Nadel fädeln, dann gehe ich auf jeden Fall hier hinein. So, gehe einmal auf der Rückseite, hier nach vorne wieder raus. Und jetzt vernähe ich den hier auf der Vorderseite, indem ich einfach hier in der Mittelmasche entlang gehe. So. So, einmal bis dahin. Dann gehe ich hier runter und wenn ich jetzt hier ein bisschen fester ziehe, siehst du, dann geht das hier schon rein. Mach dir auf jeden Fall oben keine Delle rein, aber zieh hier ein ganz klein bisschen fester. Dann einmal rüber zur anderen Seite und jetzt auf der anderen Seite wieder hoch. Na, komm her. So. Wieder hoch. Komm her, komm her, komm her. So. Und da rein. Jetzt hier wieder so ein ganz klein bisschen anziehen. Und damit mir das halt auch wirklich sitzt, gehe ich auf der anderen Seite noch mal ein paar Mal schon runter. Damit sich das nicht löst. Das heißt, hier nochmal ein paar Maschen runter rein. Da diese Rippe ja hier oben sowieso so erhaben ist, fällt das dann am Ende auch gar nicht auf. So. Runter. So. Und zack. Und jetzt kann ich den abschneiden. Siehst du? Und wenn ich das jetzt hier ziehe, ist der da schon so ein ganz klein bisschen raus. Wie gesagt, das hier gibt sich dann noch, der ganz kleine Böpsel da oben, gibt sich am Ende noch beim Spannen weg. So, abschneiden das gute Stück und jetzt geht's auf.
zur anderen Seite. So, der zweite Teil meines Tuches ist fertig und ich habe jetzt hier noch mein letztes Viertel von meinem großen Quadrat, was ich am Anfang gestrickt habe, was ungestrickt ist und wo jetzt noch ein weiteres Dreieck dran muss. Zur Kontrolle wiege ich mal kurz mein Restgarn nach. Das sollten jetzt auf jeden Fall noch ein Viertel von dem sein, was wir vorher hatten. Und das passt super. Das sind 53 Gramm. Wenn ich das ein bisschen weiter in die Mitte schiebe, sind sogar nicht mehr ganz so viel. 57 Gramm. Dadurch, dass das hier so ein bisschen wabbeliger ist jetzt, ist das ein bisschen schwierig zu wiegen. Aber sofern du noch ein gutes Viertel übrig hast, nehme ich von 200 Gramm, 50 Gramm ist alles super und dann kommst du auch gut hin. So, wir müssen jetzt diese Maschen hier aufnehmen. Das machen wir, damit das analog zur Vorderseite ist, auf der Rückreihe hier quasi. Das heißt, wenn mich jetzt hier die rechte Seite anguckt, dann muss ich meine Maschen auf der rechten Nadel hier aufnehmen. Hier, weil die stricken wir hier links dran. Klingt jetzt gerade ein bisschen absurd, ist aber richtig. Und zwar mache ich mir da am Anfang eine Luftmasche und ich brauche wieder meine Häkelnadel, denn wir machen das im gehäkelten Maschenanschlag. So, dann gehe ich jetzt hier drum und wir erinnern uns, wir hatten vorhin 110 Maschen. Und die nehmen wir jetzt auch wieder hier an der Seite auf. Das heißt, ne, einmal, jetzt war ich ein bisschen schnell, mache nochmal. Das heißt, ich lege mir die, ich habe meine Luftmasche auf der Nadel, ich lege mir den Faden hinter die Nadel und ziehe hier meine Masche durch, lege den Faden dann wieder hinter die Nadel, ziehe meine Masche durch, hinter die Nadel und so weiter. So, das Ganze für 110 Maschen. Huch. Und wenn ich die habe, das mache ich mal eben fix alleine, wenn ich die habe, dann zeige ich dir natürlich, wie du das hier von der rechten Seite an die linke Seite bringst. Und dann wird es ganz einfach, denn dann wiederholen wir einfach Teil 2. Ich habe meine 110 Maschen jetzt hier aufgenommen. So sieht das aus. Langer Streifen und ich bin ja jetzt hier auf der rechten Nadel. Hier ist meine linke Nadel. Jetzt müssen wir hier rumgehen. Und zwar so, dass mich die linke Seite von meinem Tuch anschaut. Links. Da. Jetzt nehme ich mir hier meine Masche. Und wir erinnern uns, auf der Hinreihe, und das ist auch hier so, ist ja die 110. Masche, die Masche hier in der Mitte. Also diese hier, die wir vorhin verdoppelt haben, als wir hier in die Richtung gegangen sind, denn diese Masche ist halt auch dann wieder die Masche, auf der wir abnehmen. Da hängen wir uns dann auch gleich einen Marker ein. Jetzt haben wir diese Masche doppelt. Das heißt, die müssen wir hier zusammenbringen, denn zweimal die Mittelmasche ist ja komisch. So, damit da hier die in der Mitte auch aufliegt, drehe ich mir die erstmal um. Ja? Das heißt, ich gehe von links nach rechts in diese Masche rein, lege die hier drauf, lege jetzt hier meine letzte Masche auch drauf und gehe von hinten, also wirklich von der anderen Seite, von hinten, von links nach rechts, durch diese beiden Maschen durch und stricke die jetzt links zusammen. Das hat zur Folge, dass die Helle oben aufliegt. Jetzt kann ich das gut anziehen. Dann habe ich hier halt auch wirklich einen schönen engen Übergang und dann nicht so eine Lücke. Und jetzt stricke ich einfach hier die Rückreihe links ab. Und vorher hänge ich mir hier noch einen Maschenmarkierer rein. Der hängt nämlich noch hier unten in der Mitte. Hier hängt noch mein öffnenbarer Maschenmarkierer. Das ist gut so, der hängt da gut. Der kommt jetzt hier auf diese Masche drauf. So. Denn das ist dann wieder unsere Mittelmasche, mit der wir abnehmen. Das hast du ja schon mal gemacht. So. Jetzt habe ich den auf der falschen Seite eingehangen, aber den können wir noch nach vorne schubsen. So.
Und jetzt stricke ich linke Maschen und stricke die Rückreihe. Und ab jetzt wird es relativ einfach, denn du strickst dann noch die Hinreihe. Auf der Hinreihe strickst du gleich wieder hier auf den aufgenommenen Maschen da deine linken und rechten Rippen und achte darauf, dass dein Maschenmarkierer genauso wie beim zweiten Teil auch wieder in der Mitte von zwei linken Maschen sitzt, denn das ist ja dein späterer Zopf dann wieder. Und dann strickst du danach noch die Rückreihe auch wieder hier mit rechten und linken Maschen und hier vorne einfach mit den Maschen, wie sie hier erscheinen. Also links und die Rippen da rechts. Und auf der nächsten Hinreihe bist du dann auch schon wieder in der ersten Abnahmereihe. Da machst du deinen Zopf und dann nimmst du überall hin ab. Und du arbeitest wirklich nach der nächsten Hin- und Rückreihe, also nach dieser Maschenaufnahme, arbeitest du exakt wie Teil 2. Also wirklich, wie ich es dir da schon gezeigt habe mit den Rippen, die dann wieder ins Glattrechte übergehen, mit den glattrechten Abnahmen und so weiter und so weiter. Und auch mit den letzten Abnahmen, die wir oben in der Mitte gemacht haben, als wir das Dreieck beendet haben und das Tuch dort auf der Seite beendet haben. Also wirklich exakt, wie du es dort gemacht hast. Ich zeige dir das jetzt hier nochmal gleich kurz in der Theorie. Und das stricke ich dann auch alleine. Ganz am Ende musst du auf jeden Fall dein Tuch spannen. Denn, ich zeige dir gleich mal eins, wenn ich das hier hinlege, so, ich nehme mir nur mal die Mitte, die drückt schon alles aus, sticht hier so ein Böpsel hoch. Der gehört da natürlich nicht hin, den wollen wir da auch nicht haben. Der sticht dadurch durch hoch, dass wir hier linke Rippen hatten. Und dadurch, dass die zusammenziehen, gibt sich hier so dieser Bubbel. Wenn ich das aber auseinanderziehe, da, so wie es liegt, dann liegt der halt auch komplett flach. So muss der auch liegen, ne, hier, wenn die Rippen sich auseinanderziehen. Das heißt, du musst dieses Tuch unbedingt am Ende, auch wenn es nur glatt rechts gestrickt ist, spannen. Du kannst es auch dämpfen, aber die schönere Form kriegst du beim Spannen hin. Hier auf der anderen Seite passiert dir ja übrigens ziemlich genau das Gleiche. Durch die linken Rippen zieht das hier so zusammen. Wenn ich die linken Rippen auseinanderziehe, siehst du schon, was passiert. Dann habe ich da unten ein breiteres Dreieck und dann legt sich das hier auch so hin, wie es hin soll. Ne? Das heißt wirklich spannen und dämpfen. Und wenn du das geschafft hast, dann hast du es ganz geschafft. Ich gebe dir noch hier kurz die schriftliche Theorie zu dem, was du jetzt hier machst. Und dann ist dein Tuch auch schon fertig. Und dann freue ich mich natürlich, wenn ich das von dir sehe. Und hier ist wieder unser Theorieblatt. Wie gesagt, du machst ja, hast ja hier dein Dreieck dran gestrickt. Imaginär ist ja hier deine Runde zu Ende gewesen und wir haben ja hier über diese eine Sequenz gestrickt und hier die Maschen nochmal aufgenommen. Das gleiche machst du jetzt hier am anderen Ende, nur nimmst du diesmal die Maschen in die Richtung auf, du weißt ja, wie viel es sind, so, und dann arbeitest du auch wieder hier deine Rippen und deine Abnahmen, da laufen deine Abnahmen, ich mache mal zuerst die Abnahmen, dann wird es nämlich oben schön gerade. Hier läuft deine Mittelabnahme, hier sind deine Rippen, die du am Anfang gestrickt hast, damit auch die Kante hier gleich bleibt. Und dann strickst du hier deine Zöpfe weiter und hier kommt der Zopf raus. So. Das ist also dein Tuch, so wie es aussieht. Hier sind Abnahmen, hier, das sind deine Zunahmen gewesen. Hier und hier ist die Abnahmestelle. Und wie du jetzt sehen kannst, laufen die ziemlich parallel. Das heißt, das hier ist ein auf die Spitze gestelltes Quadrat, was wir am Anfang gestrickt haben. Und dann stricken wir hier sozusagen zwei Dreiecke dran. Das kannst du im fertigen Tuch auch sehen. Du musst beachten, das Tuch musst du unbedingt hinterher spannen, denn diese Böpselchen, die sich hier durchs Abnehmen geben, gucken sonst hier raus, die kriegst du aber weggespannt von den Rippen. Und wenn du das spannst, dann achte auch unbedingt drauf, dass diese drei Linien hier
parallel verlaufen. Dann kriegt dein Tuch die richtige Form und dann hast du es fertig. So, ich freue mich jetzt, wenn dir mein Video gefallen hat. Und natürlich freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen und wenn du meinen Kanal abonnierst.